bin Debbie. Und ich bin Vivian. Wir sind die Superwoman. Der Name Superwoman beschreibt uns sehr gut, weil Vivian und ich zwei richtige Powerfrauen sind. Und vor allem kommen wir natürlich auch ganz gern zusammen. Heute gibt es bei uns ein Maultaschen-Omelette. Vegetarisch, weil Vivi isst kein Fleisch. Genau. Wir nehmen jetzt für ein Omelette zwei Maultaschen und drei Eier. Schneiden die Maultaschen in ganz dünnen Streifen, weil wir die dann gleich schön goldbraun anbraten werden. Ich bin Vegetarierin seit relativ langer Zeit, also schon seit 6 Jahren, und deswegen kochen wir auch immer vegetarisch. Ich denke, Maultaschen ist eigentlich eine ganz gute Alternative, weil die schmecken vegetarisch und mit Fleisch eigentlich ganz genau gleich. Deswegen. Wenn die Maultaschen goldbraun angebraten sind, schon ganz gut aus eigentlich. Jetzt mache ich schon mal Großteil von den Lauchzwiebeln da rein, aber ich lasse noch ein bisschen was übrig, dann können wir zum Schluss noch ein bisschen garnieren. Also jeder hat eigentlich so ein bisschen so seinen Kochstil mit reingebracht. Zum Glück sind wir beide eigentlich relativ einfach, was Kochen angeht. Ich bin eigentlich unkompliziert, weil ich esse eh alles im Gegensatz zu dir. Also beim Kochen würde ich sagen, dass eigentlich ich meistens die Hose an habe, auch wenn es vielleicht nicht so scheint, aber gerade weil Debbie alles isst und ich dann ja vielleicht ein bisschen pingelig und penibel mit vielen Dingen, bin ich dann auch diejenige, die sagt, okay, komm, lass das so machen. Also toll finde ich es jetzt nicht, dass ich auf Tomaten verzichten muss, auf Wurst verzichten muss, aber ich finde es echt nicht schlimm, und wir haben immer so viele leckere Sachen gekocht, dass ich das jetzt auch nicht vermisse oder so. Vielleicht noch ein bisschen? Ich mag es immer ein bisschen dunkler. Ja, ich bin immer Fan von, wenn es ganz angebraten ist. Oder verbrannt. Musst du schon mal den Käse aufmachen. Maultaschen gehört eigentlich so zu unseren Lieblingsgerichten, weil es eben auch schnell geht. Und normalerweise machen wir einfach alles in eine Pfanne und rühren wild drumherum. Aber jetzt dachten wir, wir wollen auch mal, dass es vielleicht so schön aussieht, dass man das auch mal Gästen anbieten kann. Und jetzt machen wir ein Omelett draus. Also das Maultaschen-Omelett finde ich sehr, sehr dankbares Rezept, weil man kann das einfach zu jeder Tageszeit essen, auch zu jeder Jahreszeit. Und schmeckt einfach lecker und geht schnell. So, gleich kommt immer so ein bisschen das Schwierige, das zusammenzuklappen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Die Stunde der Wahrheit. Ich versuche jetzt mein Glück. Und zum Schluss kommen dann noch die restlichen Lauchzwiebeln drüber. So, und das war's eigentlich schon. Und jetzt lass mal probieren, wie das schmeckt. Bin gespannt. Gut geworden. Also, wenn es mal schnell gehen muss, für den kleinen oder großen Hunger, perfekt. Also, uns schmeckt's. Ich hoffe, euch auch. Uns hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.